brauchten Sie die gar nicht stellen. Hätten Sie unserem GEWOS-Antrag im Oktober letzten Jahres zugestimmt, dann wäre ziemlich schon aktuelles Zahlenmaterial vielleicht auch, das uns helfen würde, ein klein wenig mehr zu überlegen und zu steuern, inwieweit wir sozialen Wohnungsraum, in welcher Quote und so weiter, in welchem Umfang benötigt wird überhaupt. Also das, vielen Dank dafür, ist natürlich ein bisschen ironisch gemeint. Sie haben das ja damals verhindert im Grunde genommen. Wir wären heute also schon viel weiter. Und es ist ja auch so, dass eine gewisse Dramatik immer aufgebaut wird, hier mit dem ganzen Thema Wohnungsbau. Ich halte es auch für extrem wichtig. Einen kleinen Moment, bitte. Auch für Sie gilt das, was ich vorhin gesagt habe. Die Zusatzfragen werden an die Verwaltung gestellt und Fragen anderer Fraktionen werden nicht bewertet. Jawohl, ich bewerte die auch gar nicht. Das macht die Öffentlichkeit. Insofern darf ich aber noch ein, zwei Sätze sagen. Zahlen werden nicht ausreichen, das ist richtig. Wir haben von Herrn Leuer gerade gehört, dass insbesondere der Eigenheimbau noch nicht in dem Maße umgesetzt worden ist, wie es eigentlich in den Vorjahren der Fall gewesen ist und wie wir es auch im Wohnraumversorgungskonzept ja drinstehen haben. Insofern ist meine Frage an die Verwaltung, und ich beziehe mich da auch nochmal auf den Artikel in der Braunschweiger Zeitung, da haben Sie nämlich gesagt, dass die Trakehnenstraße schneller kommt, als wir so denken, und das sind ja relativ viele Bauplätze. Da ist meine Frage an die Verwaltung, welche Bauvorhaben sind denn jetzt eigentlich für Bauplätze als nächstes zu erwarten? Wann können die Menschen ihre Eigenheime da anfangen zu bauen? Vielen Dank.